Ich habe mich mal gestritten mit einem führenden CSU-Politiker in Bayern vor CSU-Publikum, so sahen auch meine Chancen aus. Aber einmal bekam ich doch Beifall. Und zwar sagte er, ja, die Sanktionen musste die EU und auch Deutschland beschließen, weil wir sonst auf die völkerrechtswidrige Vereinnahmung der Krim nicht reagiert hätten. Das stimmt, das mit der Krim war völkerrechtswidrig, aber das Kosovo war genauso völkerrechtswidrig. Begonnen hat die NATO. Denn ich meine jetzt noch gar nicht den Einmarsch. Der war auch schon völkerrechtswidrig. Aber selbst wenn ich davon mal absehe, die Lostrennung des Kosovo von Serbien ohne Zustimmung Serbiens ist eine Lostrennung ohne den Zentralstaat. Und wenn du das einmal machst, schaffst du ein negatives völkerrechtliches Beispiel. Was glauben Sie, was die mir in Moskau erzählt haben? Kosovo. Was glauben Sie, was mir die Katalanen erzählt haben? Kosovo. Was glauben Sie, was mir im Nordirak erzählt worden ist? Kosovo. Alle haben sich auf dieses von der NATO geschaffene Beispiel gestützt. Das muss man immer sehen. Aber er sagte, das hätte es ja bedeutet, dass wir auf was Völkerrechtswidriges nicht reagiert hätten. Und dann habe ich ihn gefragt, ein bisschen heimtückisch wie ich bin, habe er das nicht bestritten, habe ich gesagt, ich habe eine Frage, war der Krieg der USA gegen den Irak völkerrechtsgemäß? Er konnte nicht Ja sagen. Dann habe ich gesagt, welche Sanktionen hat die USA beschlossen, hat die EU beschlossen gegen die USA? Er sagte, Sie können nicht verlangen, dass wir Russland und die USA gleich behandeln. Ja, habe ich gesagt, will ich mich gar nicht zu äußern, generell, ist mir nicht wichtig. Aber auf eine Völkerrechtsverletzung, die im Falle vom Irak noch zu viel mehr Toten geführt hat, als im Falle der Ukraine, einmal gar nicht zu reagieren, also zumindest nicht mit Sanktionen, und in dem anderen Fall mit Sanktionen zu kriegen, ist deshalb so abenteuerlich, weil das Putin und die russische Bevölkerung mitbekommen. Und wenn Sie die unterschiedliche Behandlung mitbekommen, reagieren Sie entsprechend. Und zum Beispiel, indem Putin jetzt alle Kräfte gegen die EU unterstützt. Ist das wirklich ein Gewinn? Und wie ist das überhaupt mit dem NATO-Partner Türkei? Der ist einmarschiert in Syrien. Syrien hat aber die Türkei nicht angegriffen. Es ist also kein Verteidigungskrieg. Es gibt auch keinen Sicherheitsratsbeschluss. Es ist völkerrechtswidrig. Und jetzt sagt er, es sind Sicherheitsbedürfnisse. Und da sagt Frau Merkel, für Sicherheitsbedürfnisse hat sie Verständnis. Ich überhaupt nicht. Denn wenn Sicherheitsbedürfnisse zum Einmarsch rechtfertigen, kann jeder Staat in jeden einmarschieren. Du kannst immer sagen, deinem Gefühl nach hast du Sicherheitsbedürfnisse für dich zum Einmarsch. Das ist absurd. Und dann haben sie sich nur darüber aufgeregt, wie er sich in Afrin benommen hat. Das war noch was anderes. Schon der Einmarsch war völkerrechtswidrig. Und der Gipfel, wirklich der Gipfel ist doch folgendes. Die Kurdinnen und Kurden in Syrien, die wollen gar keinen unabhängigen Staat. Die wollen nur eine Autonomie innerhalb Syriens. Und sie waren die, die den größten Kampf gegen den islamischen Staat am Boden verrichtet haben, im Interesse auch der USA, Deutschlands, Großbritanniens, Frankreichs. An unserer Seite haben die gekämpft. Und jetzt schauen wir zu, wie sie ermordet werden. Das ist einfach unerträglich und ein Skandal. Und da haben wir einen Außenminister, der dazu schweigt, der dazu nichts sagt. Ich finde das wirklich unerträglich, muss ich sagen. Aber gehen wir weiter zur Innenpolitik. Muss bloß immer ab und zu mal abschweifen, bitten Sie um Verständnis. Also, der Soli-Abbau, ne, der ja geplant ist, ist natürlich für die Besserverdienenden. 60% unserer Bevölkerung bezahlen den Solidaritätszuschlag, 40% nicht. Also 40% haben schon mal gar nichts davon. Und bei den 60% unterscheidet das. Die, die nicht viel verdienen, kriegen ja nur einen ganz kleinen Abschlag. Und die, die viel verdienen, kriegen natürlich einen größeren Abschlag. Es ist immer dasselbe. Es ist nicht die Beseitigung des Steuerbauchs, was wichtig wäre. Wozu brauchen wir den Solidaritätszuschlag? Er ist natürlich in Wirklichkeit, ist es ein falscher Name. Es ist einfach eine Steuer. Und bei einer Steuer kannst du nie entscheiden, wofür sie verwandt wird. Die kann auch in Afghanistan ausgegeben werden, das Geld oder sonst wo. Oder eben für Panzer oder sonst was. Aber sie wollten den Namen schummeln
Damit alle Leute denken, wenn sie das bezahlen, leisten sie Solidarität. Und das ist so doof, dann wirst du das wieder nicht los, weil keiner streicht gerne Solidarität. Wissen Sie, für mich ist das immer berührend. Du gehst einen leicht verlogenen Schritt A und kommst nicht wieder raus. Zumindest nicht so ohne weiteres. Es ist etwas schwieriger. Aber wie dem auch sei, wir brauchen dieses Geld. Und zwar für alle strukturschwachen Regionen Deutschlands. Nicht nur im Osten, sondern auch im Westen. Und gerade auch in Nordrhein-Westfalen haben wir bedeutende strukturschwache Regionen, die endlich entwickelt werden müssen. Dafür brauchen wir dieses Geld. Wir brauchen auch keine weitere Flexibilisierung des Arbeitsmarktes. Steht da auch drin. Ich meine, wir haben doch schon millionenfache prekäre Beschäftigung. Gerade die jungen Leute, die kennen nur noch befristete Verträge. Muss man sich ja überlegen, was das immer bedeutet. Also ich versuche es ja immer wieder mit der Logik. Die Union zum Beispiel, die erklärt mir verschiedene Sachen. Die sagen, die Flexibilität ist ja jetzt das Entscheidende. Früher war es mal Leistung, jetzt ist es die Flexibilität. Also der Ingenieur und die Lehrerin, die jetzt in Thüringen arbeiten, gehen dann logischerweise nach NRW, wenn sie hier gebraucht werden, und dann wieder nach Bayern, wenn sie dort gebraucht werden, und nach Schleswig-Holstein, wenn sie dort gebraucht werden. Höchst flexibel. Also die ziehen die ganze Zeit um. Hm? Dann frage ich immer die Union, wie viele Kinder soll denn so ein Ehepaar haben? Und dann sagen die mir 3, wegen der erweiterten Reproduktion der Bevölkerung. Das muss ich erklären. Wenn du nur 2 Kinder hast, ersetzt du dich ja nur selbst. Da es aber Ehepaare ohne Kinder gibt, musst du ja da noch einen Zuschlag machen. Das wären so 2,5 bis 2,7 Kinder. Da die wieder nicht herstellbar sind, läuft das auf 3 Kinder hinaus. Gut. Das nehme ich dann zur Kenntnis. Dann sage ich, also 3 Kinder. Und dann sollen sie doch die ganze Zeit umziehen. Ja, sage ich. Und dazu passen dann Ihrer Meinung nach 16 verschiedene Schulsysteme in Deutschland, weil wir 16 Bundesländer haben, sodass sie sich ja gegenüber ihren Kindern permanent verantwortungslos verhalten müssen. Nur Logik. Nur Logik. Hat gar nichts mit Klassenkampf zu tun, nur Logik. Was glauben Sie, wie weit man mit Logik kommen kann? Ich meine, nicht an den Endpunkt, aber immerhin, eine ganze Strecke kannst du damit schon zurücklegen. Und dann sage ich so, und dann haben doch die jungen Leute, da sind sie doch dafür, nur befristete Verträge. Nur nicht, aber überwiegend. Und dann sind die, ja, das fordert eben die Flexibilität des Arbeitsmarktes. Dann sage ich, also das heißt, so ein junger Mensch weiß nicht mal, was aus ihm selber in 8 Monaten wird, und dann soll er verantwortungsbewusst 3 Kinder in die Welt setzen. Ja, haben sie eine Meise oder was? Entweder wir verändern die Gesellschaft, machen sie kinderfreundlich, haben ein flächendeckendes Netz von Kindertagesstätten mit gut ausgebildeten und gut bezahlten, ganz wichtig, Erzieherinnen und Erziehern, und ein Top-Bildungssystem von Mecklenburg-Vorpommern bis Bayern, wo du zumindest deshalb einen Umzug nicht fürchten musst, weil du weißt, du triffst auf eine Bildung gleicher Qualität. Davon kann ja heute leider keine Rede sein. Dann soll es ja weniger Mieterschutz geben. Wissen Sie, das Wohnungswesen ist ein Skandal, und da gibt es leider einen Mangel im Grundgesetz. Und ich will Ihnen den Mangel erklären. Unser Grundgesetz ist ja nicht schlecht, aber es hat einen Mangel. Und das liegt daran, dass es nach 45 beschlossen wurde. Und nach 45 standen die politischen Rechte im Vordergrund, nicht die sozialen. Das ist interessant. Was ist die Folge? Zum Beispiel regelt das Grundgesetz den Schutz Ihrer Wohnung. Das heißt, ein Dritter darf in Ihre Wohnung nicht eindringen, wenn Sie es nicht erlauben. Dann gibt es die berühmte Ausnahme bei Hausdurchsuchung und so weiter. Und das muss dann gesetzlich eng geregelt sein, etc. Aber es regelt nirgendwo, dass Sie das Recht auf Besitz einer Wohnung haben. Zum Beispiel dürfte es nie eine Räumung in Obdachlosigkeit geben, sondern nur in eine billigere Sozialwohnung. Und das muss der Staat dann eben vorhalten. Anders geht es nicht. Und Kinder, wissen Sie das, nur Kleinstkinder nicht in Obdachlosigkeit geräumt werden dürfen, andere Kinder schon, in einer so reichen Gesellschaft, das ist doch abenteuerlich. Und Chancengleichheit für Kinder ist für mich das A und O. Und das, die haben wir nirgendwo. Wir haben sie nicht in der Bildung. Das ist das A und O.
Und dann, ich kenne die Theorien von den bildungsfernen Haushalten. Es mag ja solche auch geben, aber das ist genau die Aufgabe der Schule, diese Kinder dann an Bildung heranzuführen. Da kann man Begabung entdecken, da kann man viel machen. Ich weiß, dass man auch scheitern kann, aber man muss es erst mal versuchen. Und wer Kinder so früh trennt, wie das in Deutschland üblich ist, nach der 4. oder 6. Klasse, grenzt nur sozial aus. Nichts anderes steckt dahinter. Und es muss einen chancengleichen Zugang zu Kunst und Kultur geben. Tja. Wie soll sich das dritte Kind der alleinerziehenden Hartz-IV-Empfängerin leisten können, die 9. von Beethoven im Original? Mit Daniel Barenboim als Dirigent, mit 4 Topsängern, mit einem guten Chor und einem guten Orchester zu hören. Nur zerquetscht auf dem Computer? Das schafft keine Chancengleichheit. Da muss uns was einfallen. Ich weiß, dass das bedeutet, dass man Kunst und Kultur subventionieren muss. Ganz anders als heute. Aber für mich ist die Voraussetzung die Herstellung der Chancengleichheit. Ich weiß noch, als ich jugendlich war, meine ganze Klasse hatte ein Jugendtheateranrecht, ganz billig, und wir sind immer durch alle Ostberliner Theater gezogen und haben uns das angesehen. Das war wichtig, wir bekamen dadurch eine Beziehung. Natürlich weiß ich auch, dass es Haushalte gibt, wo sowas nicht genutzt werden. Also ich bin da schon katholisch, ich muss da gar nicht erzogen werden, das ist mir alles bekannt. Aber das Angebot muss es geben und die Aufklärung über die Angebote muss es geben, wenn man dann endlich mal eine Chancengleichheit für Kinder herstellen will. Und ich sage, in keiner Gesellschaft ist es so schlimm wie in Deutschland. Selbst in Frankreich, in Holland, in den anderen Ländern gibt es viel mehr Brüche, dass Kinder aus finanziell schwächeren Haushalten aufsteigen, studieren, eine ganz andere Entwicklung nehmen als in Deutschland. In Deutschland setzt sich in aller Regel der soziale Status der Eltern über die Kinder fort. Und das geht nicht. Das ist das Gegenteil von Chancengleichheit. Und genau das müssen wir überwinden. Also brauchen wir eine wirksame Bekämpfung von Altersarmut und Kinderarmut. Und ich sage Ihnen auch, die Kommunen müssen anders finanziert werden. Wissen Sie, das Verhältnis im Geld zwischen Europa, dem Bund, den Ländern und den Kommunen stimmt überhaupt nicht. Wie Ihre Lebensqualität ist, wenn Sie in Köln wohnen und vielleicht sogar arbeiten sollen, entscheidet sich in Köln, nicht im Bund. Und dafür hat Köln natürlich viel zu wenig Geld. Das ist wirklich interessant, wie sich das verschiebt. Und übrigens auch, wenn die Kanzlerin sagt, wir schaffen das, ich habe nämlich gegen den Satz, aber dann muss er auch das Geld an die Kommunen überweisen, damit es zu schaffen ist. So einfach ist es. Und da muss man übrigens noch was verändern. Das Geld an die Kommunen geht ja immer über die Länder. Und alle Länder sind klebrig. Das fließt nie vollständig weiter. Da bleibt immer was hängen. Und das geht natürlich auch nicht. Aber das kann man alles gesetzlich regeln und gesetzlich anders organisieren. Wir haben es natürlich mit einer Gesamtentwicklung zu tun. Und zwar weiß Gott nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Wir haben einen Krisenkapitalismus. Der neoliberale Kapitalismus war die Antwort auf die Wachstumskrise des wohlfahrtsstaatlich verfassten Kapitalismus, der übrigens Fordismus war, nicht Keynesianismus, wie meistens gesagt wird. Von Ford stammt ja der berühmte Satz, dass er gerne viele Autos herstellt, aber er braucht Arbeitnehmer, die die auch kaufen können. Sonst hat er nichts davon, wenn er die herstellt. Also ist ja wieder so eine schlichte Logik, die mir gefällt. Und so war die alte Bundesrepublik organisiert. 50er Jahre, 60er Jahre, 70er Jahre. Da sagte man, so wie sich die Produktivität entwickelt, müssen sich auch die Löhne entwickeln. Und so wie sich die Löhne entwickeln, muss sich auch die Rente entwickeln. Schluss. Geht nicht mehr. Das hat der Neoliberalismus alles überwunden. Und die neoliberale Politik versprach Befreiung des Kapitals aus allen Fesseln, der Regulation. Und das führt zu neuem Wachstum und zu neuem Massenwohlstand. Steuerlich entlastet wurden die Reichen, die Superreichen und die Konzerne, nicht die kleinen und mittelständischen Unternehmen. Auch ein interessanter Unterschied. Geschweige denn die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Senkung der Arbeitskosten hat stattgefunden, Reallohnsenkung und Senkung der Lohnnebenkosten. Dann die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes. Was waren die Folgen? Erstmal
staatliche Einnahmeverluste, dann der Rückgang der öffentlichen Investitionen bis heute und dann der sogenannte Umbau des Sozialstaates. Aber die Versprechen haben sich nicht erfüllt. Wir haben das inzwischen ermittelt. Nur 5% der Gewinne der deutschen Industrieunternehmen floss in Inlandsinvestitionen. 95% gingen entweder ins Ausland oder in die Spekulation. Die Spekulation führte dann zu der Krise, die wir erlebt haben. Der Staat schöpfte durch seine politisch verordnete Selbstgenügsamkeit nicht gerecht und genug Steuern ab. Und daher kam es damals zu einer höheren Staatsverschuldung. Und dann, wie gesagt, bei Universitäten überall der Investitionsrückstau. Und nun der Umbau der Gesellschaft. Was bedeutete das? Dass wir jetzt zum Beispiel einen Anstieg haben, den ich Ihnen nur an einer Zahl erklären will, weil das macht ja auch nichts aus. Wenn man die Zahlen kann man sich eh nicht merken. Aber ich will Ihnen mal sagen, wir haben 4 Millionen Jobs als Vollzeitbeschäftigte verloren. Aber wir haben weit über 7 Millionen an prekärer Beschäftigung gewonnen. Deshalb sieht die Statistik besser aus. Wenn du aus einem Vollzeitjob 3 Teilzeitjobs machst, sieht natürlich die Statistik besser aus. Genauso bei den befristeten Verträgen. Das muss man alles durchschauen. Aber was ist weltweit passiert? Die Konzerne haben eine Weltwirtschaft begründet. Also sie haben Produktions- und Dienstleistungsstätten auf allen 5 Kontinenten. Australien, Afrika, Asien, Amerika, Europa. Gut. Sie wussten, es gibt keine funktionierende Weltpolitik, die sie regulieren kann, haben sie gesagt. Fantastisch. Können wir machen, was wir wollen. Aber sie haben etwas angerichtet, worauf sie sich nicht vorbereitet haben. Und worauf auch die Regierung nicht vorbereitet waren und auch nicht sind. Sie haben den weltweiten Lebensstandardvergleich organisiert. Sehen Sie, und dadurch ist was passiert. Es gibt mehrere Fluchtgründe. Der erste Fluchtgrund sind Kriege. Und wenn Köln oder Berlin bombardiert würde, würden wir auch fliehen. So einfach ist es. Und es gibt immer mehr Kriege. Und deshalb immer mehr Fluchtursachen. Und Deutschland ist einer der größten Waffenexporteure. Ich finde das übrigens für unser Land nach 1945 wirklich einen besonderen Skandal. Wir hätten beschließen müssen, nie wieder an Kriegen verdienen zu wollen. Nie wieder. Und die Türkei marschiert in Syrien mit deutschen Waffen ein. Und gleich danach werden wieder Waffen an die Türkei verkauft. Saudi-Arabien sorgt vor Jemen dazu, dass in den von den Rebellen beherrschten Gebieten es keine Impfstoffe, keine Lebensmittel gibt. Eine blanke Katastrophe mit Patrouillenbooten aus Deutschland. Nur damit das mal klar ist. Alle 14 Minuten stirbt auf der Welt ein Mensch durch deutsche Waffen. Alle 14 Minuten einer. Also abgesehen davon, dass ich für das Verbot von Rüstungsexporten bin, und wenn ich das nicht erreichte, wenigstens für das Verbot von Rüstungsexporten in Spannungsgebiete wie den Nahen Osten und an Diktaturen, das müsste doch wohl das Mindeste sein, was man durchsetzen kann. Das müsste doch wohl das Mindeste sein. Das ist die erste Ursache für Flucht. Die zweite Ursache ist Hunger, Leid, Elend. Natürlich die, die direkt hungern, kommen nicht, sondern die Schicht darüber. Weil das ist die Schicht, die Angst hat, runterzufallen in die nächste Schicht und dann zu verhungern. Auch hochinteressant. Wir haben weltweit eine Landwirtschaft, die die Menschheit 2-mal ernähren kann. Die Zahl muss man wissen. 2-mal. Und es sterben jährlich laut UN-Statistik 18 Millionen Menschen an Hunger. Darunter Millionen Kinder. Warum? Zum Beispiel, weil die Konzerne, und das machen sie natürlich gern, das Saatgut so genmanipulieren, dass es nicht vervielfältigt werden kann durch die Bäuerinnen und Bauern. Zeig es mir noch 5 Minuten, wie soll ich denn das hinkriegen mit der Weltlage? Aber ich versuche es, ich versuche es. Also, alles klar. Also das ist sozusagen ganz klar, die genmanipulieren das Saatgut. Das muss man verbieten. Schlicht und einfach. Dafür ist Politik da. Schlicht und einfach.
Die EU liefert so billig Lebensmittel nach Afrika, dass die afrikanischen Lebensmittel immer teurer sind. Dadurch entsteht dort keine eigene Landwirtschaft. Ich habe von Frau Merkel und von der SPD noch nicht gehört, dass sie das jetzt unterbinden wollen. Es wird doch wohl höchste Zeit. Dann machen wir Freihandelsabkommen, sodass wir alles nach Uganda liefern können, aber Uganda hat ja kaum was hierher zu liefern. Auch nicht fair. Dann fischen wir alles um Afrika weg. So. Aber nun haben die Konzerne den weltweiten Lebensstandardvergleich organisiert. Das ist das Problem. Also neben Hunger und Elend kommt was hinzu. Wenn du Beschäftigter eines Konzerns in Afrika bist, interessierst du dich dafür, was du für die gleiche Tätigkeit in Deutschland bekämst, wenn du sie dann verrichtetest. Und außerdem machen wir uns doch nichts vor. Ganz ehrlich. Wir haben in Europa so gelebt, wie wir hier gelebt haben, weil viele Menschen in Afrika gar nicht wussten, wie wir leben. Nun haben sie aber ein Handy. Nun gibt es das Internet. Nun wissen sie es. Und wissen sie, was dadurch passiert ist? Schon immer war die soziale Frage auch eine internationale. Aber sie war vorwiegend eine nationale Frage. Und die Konzerne, kein anderer, hat aus der sozialen Frage eine der Menschheit gemacht. Und da fällt allen Regierenden nichts anderes ein als Abschottung. Abschottung löst kein Problem, verschafft dir maximal eine Pause, in der du unfähig wirst, das Problem zu lösen. Also abgesehen davon, dass ich als Berliner sowieso leicht mauergeschädigt bin, kommt aber noch hinzu, dass du mit Mauern nie Probleme löst und schon gar nicht in einer so internationalisierten Welt. Und deshalb sage ich Ihnen, die Linke darf niemals als Antwort sagen, Abschottung ja, sondern sie muss die Lösung der sozialen Frage sowohl in Deutschland als auch in Europa als auch weltweit verlangen. Ich muss es so deutlich sagen, links bist du nicht, wenn du an der Seite nur der armen Deutschen stehst. Dann kannst du sogar rechts sein. Links bist du erst, wenn du an der Seite aller Armen stehst. Das ist die Voraussetzung. Das ist die Voraussetzung. Und damit ich nicht missverstanden werde, niemals dürfen wir zulassen, dass es den Armen in Deutschland deshalb schlechter geht. Aber was wir auch denen, die AfD wählen, erklären müssen, ist, der Kampf Armer gegen Armer hat noch nie dazu geführt, dass es einem Armen anschließend besser ging. Wir müssen den Kampf gegen den falschen Reichtum führen. Das ist die einzige Chance, damit es euch besser geht. Die einzige. Und wegen dieser ganzen internationalen Entwicklung, wegen dieser zunehmenden Interessenkonflikte erleben wir jetzt die Renationalisierung. Also der Versuch, das Ganze ins Nationale zurückzupressen, und zwar in der Hoffnung, dass die Konzerne dann zu dir kommen, weil du die besten Verwertungsbedingungen schaffst, die geringsten Steuern hast, etc. Der Wettstreit findet ja überall statt. Und der Macron will ja jetzt erst den Neoliberalismus in Frankreich einführen, den wir ja schon seit Jahren durch Schröder hatten. Und Deutschland hat das die Sozialdemokratie übrigens mit den Grünen, darf man nicht vergessen, alles angerichtet. Aber wie dem auch sei, deshalb befinden wir uns in einer solchen Rückwärtsentwicklung. Aber eine Antwort auf die Zukunftsfragen findet man nie, indem man die Geschichte um 80 Jahre zurückdreht. Ganz abgesehen davon, dass ich auch gar keine Lust habe, im Deutschen Reich zu leben, um das auch mal ganz klar zu sagen. Aber auch es geht sowieso nicht. Du kannst Geschichte nie so zurückentwickeln, aber Schäden kannst du anrichten, haufenweise. Und das ist das Schlimme aus der Großen Koalition. Ich sage Ihnen, aus der geht gestärkt die AfD hervor. Schon deshalb hätte man diesen Weg niemals wählen dürfen, niemals wählen dürfen. Und zum Schluss. Ich hätte Ihnen natürlich noch so gerne viele andere Sachen erzählt. Darf ich ja nicht. Also werde ich Ihnen aber zum Schluss Folgendes sagen. Europa ist natürlich in einem unsolidarischen, unsozialen, undemokratisch, ökologisch nicht nachhaltigen, intransparenten, bürokratischen und nun zunehmend auch militärischen Einfluss. Alles furchtbar. Das muss die Linke scharf kritisieren. Dann muss ich Ihnen erklären, auch wenn Sie es nicht hören wollen, warum wir sie retten müssen.
Das ist natürlich ein Widerspruch. Ich mache sie völlig fertig, aber natürlich nur, indem wir sie deutlichst reformieren. Anders geht es gar nicht. Aber warum? Aus folgenden Gründen. Stellen Sie sich mal vor, die USA machen wirklich mal einen Handelskrieg gegen Europa. Wenn wir die EU nicht haben und alle Nationalstaaten einzeln reagieren, dann sagen wir auch, dann führen wir Strafzoll auf Jeans und Whisky ein. Dann sagen die Franzosen, nee, Whisky wird bei uns nicht getrunken, wir nehmen dort anderes. Dann sagen die Italiener, wir verzichten ganz darauf, wir wollen uns beliebt machen bei Trump und so weiter. Dann kannst du das vergessen. Dann können die mit uns machen, was sie wollen. Ökonomisch sind wir nur insgesamt ein Faktor. Zweitens politisch. Welche Rolle soll denn Luxemburg im Nahostkonflikt spielen? Können Sie alles vergessen? Nur als EU sind wir ein Faktor. Aber drittens, was noch viel wichtiger ist, das ist der deutsche Sonderweg. Ich will nicht länger darauf eingehen, aber Deutschland muss international integriert bleiben, damit im Unterschied zum Ersten und zum Zweiten Weltkrieg nicht wieder von Deutschland eine Neuaufteilung der Welt versucht wird. Dann gibt es den vierten Grund. Der ist vielleicht am gravierendsten. Und dann nenne ich noch einen fünften. Der vierte Grund ist, es gab noch nie einen Krieg zwischen zwei Mitgliedsländern der EU. Vorher war die ganze europäische Geschichte gekennzeichnet von Kriegen zwischen diesen Staaten. Und ich sage Ihnen, wenn wir alle europäischen Strukturen aufgeben, wenn wir zurückkehren zu den alten Nationalstaaten, wenn wir die europäische Integration auch nicht mehr wollen, kommt auch der Krieg nach Europa zurück. Das möchte ich gerne unseren Kindern und Enkelkindern ersparen. Und dann gibt es den letzten Grund, die Jugend. Die Jugend ist europäisch. Die meisten quatschen ganz gut Englisch. Die gehen mal dahin arbeiten, mal dort arbeiten, sie studieren dort, sie machen da eine Ausbildung, sie erobern sich den ganzen Kontinent. Und dann kommen wir Alten und sagen ihnen zurück zum alten Pass und Schlachtbaum. Das können die überhaupt nicht begreifen. Dann gibt es irgendeinen Konflikt mit Frankreich, dann führen die oder wir die Visumspflicht wieder ein. Das halten die gar nicht aus. Das heißt, den Alten sage ich immer, wir sind verpflichtet für die Jugend, Europa zwar ganz anders zu gestalten, aber zu retten. Das ist unsere Aufgabe. Dankeschön.